Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Night of the Rabbit mit Ilfa von Studio 5, Jerry Haselnuss und einem grimmigen kleinen grünen Mann, der gerne etwas Silbernes hätte, damit er wieder lachen kann und damit wir hier einen Regenbogen zaubern können, beziehungsweise er kann das offensichtlich. Ich habe ihm schon unsere Trophäe angeboten. Wir haben ja im Rucksack, das zeige ich euch jetzt nochmal, hier unsere Trophäe. Aber so einfach so wollte er die nicht haben. Wir müssen sie also für ihn verstecken, damit er sie finden kann. Ja, die Frage ist jetzt, wo, ne? Wo soll man die? Da beim Kreuz vielleicht? Hier auf den Stein. Ein Baum. Das Portal ist fest verschlossen, aber ich muss mich sowieso noch um den kleinen grünen Mann kümmern. Ja, das wollten wir auch jetzt. Klingt wie in einem Science-Fiction-Film. Puh, am Ufer? Nö. Da drüben hin kommen wir sowieso nicht. Aufs Fensterbrett vielleicht. Geht das? Ha! Cool! Oh! Was erblicken meine müden Augen da? Ist das Silber? Ein klitzekleines Silberbecherchen? Ziegendreck und Hackepeter, das ist ja so stumpf wie ein Teertopf. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Die Trophäe ist nicht glänzend genug. Boah, der macht's einem aber nicht leicht. Was machen wir denn da jetzt? Polieren, ne? Da hilft nur polieren. Ja, wir haben ja diese alte Flagge. Vielleicht geht das damit. Versuch das mal. So, einfach ein bisschen polieren. Na bitte. Perfekt. Geht doch. Die Flagge ist beim Polieren zerbröselt. Dann jo. Wollen wir mal. Oh, was für schönes Wetter hier draußen. Ah, die Waldmeisterlimonade ist besonders erfrischend aus diesem blank polierten Silberpokal. Ich habe ihn mal in dieses Fenster gestellt und schaue nun in die entgegengesetzte Richtung. Das war und lasse mich von der grünen Landschaft ablenken. Mal ein Wink mit ganz, ganz vielen Zahnfällen. Was leuchtet denn da? Ein klitzekleines, blitzeblankes Silberkrügchen? Oh, eine Schönheit der grünen Insel würdig. Mit all ihrem Trug, ihrer Plackerei und ihren zerronnenen Träumen. Die Welt ist immer noch schön. Mutter, Emmet kommt heim. Oh. Oi. Halt! Ich muss doch noch einen Zauber lernen. Boah, ein Regenbogen. Genial. So, was sagt unser Tagebuch? Ach so, da wurde noch was ausgetragen. Alles klar. Ja, und jetzt? Das gucken wir uns mal aus der Nähe an. Das sieht ja imposant aus. Oh nein, wieder ist er verschwunden. Aber diesmal für immer. Tja, was machen wir jetzt? Auf dem Regenbogen kann ich nicht reisen. Was mache ich denn jetzt? Es liegt Magie in der Luft. Zum Greifen nah. Aber er ist weg. Und ich habe nicht einmal gesehen, wie er den Regenbogen herbeigezaubert hat. Deine Antwort liegt im Regenbogen selbst. Er wird sich bald wieder auflösen. Beeil dich! Ja. Regenbogen. Wow, die Farben! Er sieht fast aus, als ob man ihn berühren könnte. Das kannst du. Das musst du. Berühre ihn. Bams. Du hast einen Zauber gelernt. Um ihn zu benutzen, öffne das Inventar und klicke auf den Zauber Grünwuchs auf deinem Zauberstab. Grünwuchs, aha.
Dann gucken wir uns direkt mal an. Ich dachte, sie wäre nur eine optische Illusion. Okay, dann eben nicht. Durch die Kraft des magischen Regenbogens hast du deinen zweiten Zauber gelernt. Mit ihm kannst du es regnen und grün sprießen lassen. Wow! Diese Hand wasche ich nie wieder. Kehre zurück zum Portal. Da du den Zauber dieses Ortes erlernt hast, steht dir das Portal wieder offen. Aber beeil dich. Ja, ja. Ist Was ja gut. liegt denn da? Noch so eine Karte. Ob der Grünhut die verloren hat? Das bin doch ich da drauf. Mit irgendeinem Hund. Okay. Seltsam. Aber ich erinnere mich gar nicht daran. Können Komisch. Wir ja bald wieder Karten spielen. Jerry hat den Grünwuchs erlernt, den Zauber der grünen Insel. Zwei Zauber verbleiben, zwei Portale, die gefunden werden wollen. Ja. So, die heiteren Witze, die wir noch nicht vervollständigt haben. Das geisterhafte grüne Glühen. Dann Herr Kirchenmaus und Junior haben eine spektakuläre Wassernuss. Aber sie sind nicht. Sie sind bereit zu verhandeln. Aha. Was war das denn noch? Na gut, machen wir uns mal erstmal hier vom Acker. Hui. Na dann mal los. Wiedersehen, regnerische grüne Landschaft. Komisch, aber ich glaube, ich werde den kleinen Mann mit dem Hut vermessen. Immer wieder. Ist es immer noch Nacht. Und jetzt? Oh, oh, was denn? Nein. Oh. Was war denn das für ein Geräusch? Was ist das? Jerry, bist du das? Das ist ja Wer gruselig. Hat er meinen Namen gerufen? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Doch viel Zeit ist uns nicht gegeben. Der zweite Nagel ist eingeschlagen. Der zweite Nagel? Suche den Zugang zum nächsten Portalbaum. Dort wirst du deinen nächsten Zauber lernen. Suche nach den magischen Kreaturen, die im Mauswald leben. Es hält sich das Gerücht, dass ein Fuchs bei Nacht durch die Felder von Mauswald streift. Er ist nicht aus dieser Welt. Ein Fuchs? Ist das diese Fuchsstatue das klingt vielleicht? Gefährlich. Oder das grüne Fuchsfeuer? Man munkelt, ein Fuchs soll sich bei Nacht in Mauswald herumtreiben. Tja. Chips. Dann gehen wir mal erstmal wieder hier raus und gucken uns den Nagel da mal ein bisschen an. Also irgendwie ist das ja einmal runter und wieder raus, komm. Aber leise. Tja. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und jetzt? Können wir denn den grünen Wuchs irgendwie anwenden? Was macht der denn? Nichts. Da ist wohl nichts, was wachsen will.
Was will denn wohl wachsen hier? Ich meine, im Grunde wollen alle Pflanzen wachsen, oder nicht? Einige haben von einem Fuchs berichtet, der sich in den Feldern nahe der Bachbrücke rumtreibt. Wenn ich ihn sehe, kann ich ihn pieken oder Alarm schlagen. Außerdem sehe ich nach, ob die Glühnüsse in der Stadt noch funktionieren. Der Saft in den Nüssen leuchtet so ähnlich wie ein Feuerfliegenweibchen. Ah, ich verstehe. Ja, es ist etwas merkwürdig, aber das zieht die Feuerfliegen an. Ich hätte auch gerne so eine Nuss. Ich auch. Ich habe selbst keine zu Hause. Leider sind die sehr teuer. Außer dem Stadtrat und der Hasenfamilie kann sich die kaum jemand leisten. Aber ab und zu schaue ich bei der Hasenfamilie vorbei. Wenn sie feiern, wenn ich da die ganzen Glühnüsse und die glücklichen Gesichter sehe, wird mir immer warm ums Herz, egal wie kalt die Nacht auch ist. Ja, die Glühnuss hatten wir aber ja schon. Die haben wir oben in den Baum schießen müssen, damit wir den kleinen grünen Mann da auch entdecken können. Jo. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit den Witzen machen sollen. Halbe Witze. Das sind die Witze, soweit sich Jonathan an sie erinnern konnte. Mhm. Vielleicht kann ich den Rest improvisieren. Keiner da. Na gut. Dann schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, ob sich vielleicht irgendwo was verändert hat. Mist. Die Bretter, die Welt bedeuten. Wie sieht das denn jetzt aus mit der... Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, um die Wassernuss zu ersetzen. Tatsächlich? Ich sag immer, lachende Kunden sind zahlende Kunden. Also, zeig mir eine Show, die das Publikum zum Lachen bringt. Wenn's klappt, tauschen wir dein Programm gegen die Wassernuss. Okay. Ich habe echte Mauswalder-Witze, aber... Na dann, viel Glück. Aber ich... Und nun im Vorprogramm des großartigen Kirchenmaus-Junior, Jerry, meine Damen und Herren. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey Jerry, diesmal lachen wir bestimmt. Wir drücken dir die Daumen. Na gut, also... Wieso summen Bienen? Keine Ahnung. Warum summen Bienen, Jerry? Weil... keine Ahnung, weil... ehrlich gesagt. Jerry! Jerry! Komm von der Bühne! Ja, mit den halben... Fandest du das lustig? Ich fand, es war... modern. Modern. Aber lustig fand ich es jetzt nicht. Jerry, was war das jetzt wieder? Ich hab nur halbe Witze. Halbe Witze? Dann komm erst wieder, wenn du ganze Witze hast. Du vergraulst uns doch das Publikum. Hals und Beinbruch, ich muss weiter. Das geht wieder Hals schief. Hals und Beinbruch, ich muss weiter. Hals und Beinbruch? Soll das etwa lustig sein? Was für seltsame Kinder manche Eltern haben. Nicht wahr, Junior? Genau. Junior? Der ist doch ausgestopft, oder? Der ist doch nicht echt, ne? Eieiei. Ja, da waren wir ja gerade schon.
da ist auch nicht unbedingt wirklich was Neues, oder? Tja, Rat, guter Rat ist teuer, nicht wahr? Herr Plato. Da ist wieder dieses grüne Leuchten. Unser Fuchsfeuer. Wie seltsam. Da gaukeln grüne Lichter durch die Nacht. Vielleicht läuft da jemand... Ja, ja, klar. Das ist jetzt mal ein Schuss ins Blaue. Oder ins Grüne, genau genommen. Okay. Aber jetzt, ich dachte, das wächst, aber jetzt. Das sah ja fast aus, als ob du das mit dem Regen warst. Ja, also ich hab. Oh oh. Was ist denn, Jerry? Uiuiuiui, da haben wir ja unseren Fuchs. Ein Fuchs? Was? Wer bist du? Jerry, sei vorsichtig! Nicht! Und schwuppdiwupp. Schon wieder weg. Aha. Sollten wir da jetzt hinterher? Wow! Oh, mein kleines Froschherz rast noch wie verrückt. Zum Glück hatte der Fuchs keinen Appetit auf uns beide. Das war kein einfacher Fuchs. Hast du nicht gesehen, wie viele Schwänze er hatte? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Was für ein Schreck aber auch. Meine liebe Libelle. Der Fuchs ist Richtung Sumpf gesprungen. Ich muss ihm hinterher. Ja. Und das, liebe Freunde, machen wir beim nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play The Night of the Rabbit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.